Auch wenn es zurzeit nicht so aussieht? Der Edersee ist ein beliebtes Segelrevier und lädt zum Schwimmen und Baden ein. Nun ist der Edersee wieder ein Stück sicherer geworden für Schwimmer und Segler. Ganz herzlich hier gemeinsam mit der Björn Steiger Stiftung zur Aufstellung von insgesamt 8 Notrufsäulen rund um den Edersee. Ich habe nochmal nachgeguckt, in Deutschland gibt es 58 Millionen Handys. Da fragt man sich ja wirklich, braucht man noch Notrufsäulen? Aber im ersten Instinkt sagt man vielleicht, nein, braucht man nicht, ist tatsächlich überholt. Aber die Erfahrung hat uns gelehrt, es ist doch eine andere. Gerade wenn man viel draußen unterwegs ist, vielleicht an einem Badesee ist oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat der ein oder andere doch gar kein Handy dabei oder die Fahrradtour war schon so lange, dass der Akku alle ist. Und was dann machen, wenn man einen Notfall sieht, dass der Akku alle ist oder das Handy nicht da ist, wie setzt man dann einen Notruf ab? Und genau dort sind solche Notrufsäulen dann doch ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Rettungskette, denn wir wissen alle, die Rettungskette ist nur so gut, wie das schwächste Glied in einer Kette ist. Und wenn sie erst gar nicht in Gang gesetzt wird, dann kommt die Hilfe zu spät. Und deshalb sind wir froh und dankbar, dass wir gemeinsam mit der Björn Steiger Stiftung hier diese Notrufsäulen installieren können an touristisch sehr wertvollen und wichtigen Gebieten und damit einen weiteren Bestandteil für die Sicherheit am Edersee beitragen können. Wir hatten es eben in der Runde ja schon gesagt, wir haben letzte Woche Dienstag bei ähnlich schönem Wetter Klaus Schulze nach 37 Jahren verabschiedet und Frau Ravensburg hat ihn zum Oberbademeister ernannt und wir seitens der DLRG zum Ehrenwachführer und da der Klaus Schulze das noch alles hier initiiert hat, ihm auch nochmal ein herzliches Dankeschön dafür, für das Engagement, nicht nur für die 37 Jahre, sondern auch für die Notrufsäulen und deshalb ist er heute dann auch nochmal in seinem Ruhestand zu uns gekommen. Ja, tolle Initiative, bedanke mich bei der Björn Steiger Stiftung und beim DLRG, dass es wahr geworden ist, was der Herr Schulze ja schon längere Zeit im Auge hatte, nämlich etwas zu tun für die Sicherheit hier am Edersee etwas Zusätzliches zu tun. Sie haben es richtig beschrieben, Herr Schütz, Handyempfang ist nicht überall gesichert. Ich könnte jetzt noch in Tränen ausbrechen. Ich fahre ja jeden Tag mal durch das Kreisgebiet und Sie glauben gar nicht, wie viele Stellen es immer noch gibt, wo das mit dem Handy nicht funktioniert. Aber heute sind wir am Edersee und der Edersee ist eine für uns wichtige Region im Landkreis Waldeck-Frankenberg, touristische Region. Wir sind da alle gemeinsam dabei, um den Edersee herum, alle Verantwortungsträger und Akteure, den Edersee zu verbessern, über Infrastrukturmaßnahmen, Verkehrskonzepte. Und wir haben auch natürlich zahlreiche Dinge auch in der Vergangenheit geschaffen. Wir stehen ja an so einer Stelle wie dem Strandbad und dem Bereich, der sehr attraktiv ist. Und Menschen, die hier Urlaub machen, die wir gerne begrüßen, aber auch die einheimische Bevölkerung, die brauchen natürlich Sicherheit. Liegewiese in Scheid. Dann kommt die Taucherzone 1, dann kommt das Strandbad Waldeck, die Taucherzone 2, der Rehbachstrand direkt an der DLRG-Station, der Parkplatz Mellbach, das ist Bringhausen schon, und Bringhausen Endstation und wie eben erwähnt die 8. Säule Asel Süd. See gemacht haben. Ich finde es sehr gut, dass die drei Gemeinden hier am See jetzt wieder ganz stark zusammenarbeiten und denke, dieses ist ein Projekt, was wirklich vorzeigbar ist und dafür an dieser Stelle ganz herzlich Dank Ihnen, Herr Lange, der Björn Steiger Stiftung, aber auch der DLRG und auch ganz herzlichen Dank auch an den Landkreis. Ich denke, da kommen wir nach vorne mit, wenn wir solche Projekte gemeinsam voranbringen und dann tun wir was für die Sicherheit der Bevölkerung, für die Sicherheit unserer Gäste. Ganz herzlichen Dank dafür. An den Edersee. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, beginnend bei der Björn-Steiger-Stiftung, natürlich über die DLRG-Station. Ich freue mich, dass der Herr Schulze heute da ist und dass ich ihn auch endlich mal von Angesicht zu Angesicht kennenlerne. Und wie gesagt, herzlichen Dank. Wir erhöhen die Sicherheit und die Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger an den Seen und auch sonst wo ist natürlich enorm wichtig. Deswegen dieses Zusammenspiel der Behörden, Landkreis, Polizei, Feuerwehr, DLRG, der Rettungsstation hier, das ist enorm wichtig und mein Kollege hat es angesprochen. Ich glaube, dass das auch ein deutliches Zeichen ist der weiteren Zusammenarbeit der Anrainer Kommunen an den Edersee. Ihnen allen herzlichen Dank für diesen tollen Beitrag zur Sicherheit, diese Notrufsäulen bei uns am Edersee. Dankeschön.
für die Initiative und die Kommunen und der Landkreis, die hier wieder sehr gut zusammengearbeitet haben, auch in Fortführung vielleicht unserer Aktion, die wir vor Jahren schon mal hier hatten mit den Rettungsstationen, wo auch Hinweise drauf sind. Das ist natürlich dann das i-Tüpfelchen dafür und finde ich eine ganz tolle Sache. Und es freut mich insbesondere, dass unsere Vorschläge für die Standorte zu 100% umgesetzt werden. Vielen Dank. Drücken. Ja. Ja. Hi, drück mal. Los. Sicher? Ja. Los. Hat das geregelt. So, jetzt können wir sagen, kostet eine Runde Würstchen in der Leitstelle. Nee, eine Runde Kaffee. Was kostet ein Fehlalarm? Aha. Jetzt kommt die Stimme leider nicht besetzt. Ja, hier ist die Einweihungsmannschaft der Notrufsäulen am Strandbad in Waldeck. Guten Tag, mein Name ist Klaus Schulze. Guten Tag, Herr Schulze. Ja, Verständigung klar und deutlich? Verständigung ist klar und deutlich. Dann muss ich sagen, passiert ist gar nichts, das war ein Test. Sehr gut, jetzt wäre natürlich schön, wenn es mir noch angezeigt wäre, dass das die Notrufsäule ist. Ja, das ist doch eine Datenpflege. Das wird mir nämlich nicht angezeigt. Ja, das ist hier gerade angekommen, da wird noch dran gearbeitet. Ach, aber Moment, stopp. Jetzt steht hier Notrufsäule 10.142. Ja, genau, jetzt ist die ist quasi die GPS. Und das bedeutet Strandbad Waldeck, ist das richtig? Wir wissen, ob das ankommt. Ja, es wird noch nicht angezeigt. Es muss okay. Wahrscheinlich noch geändert werden. Okay, super. Eine Kleinigkeit hätte ich noch beim Gespräch Schalter so. Ja. Da könnte es vielleicht ein Problem mit der Verständigung geben. Ja, okay, wissen wir, Echo. Ja, okay, da wird dran gearbeitet. Alles klar. Okay, schönen Tag. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, wir haben doch. Christian Lang von der Björn-Steiger-Stiftung. Notrufsäulen für die DLRG. Man kennt eigentlich die Björn-Steiger-Stiftung von den wunderschönen Hubschraubern. Man kennt sie, dass es der Herr Steiger geschafft hat, eine einheitliche Notrufnummer in der Bundesrepublik einzurichten. Jetzt die Zusammenarbeit mit der DLRG. Bald hat die Björn-Steiger-Stiftung ja flächendeckend für die Notrufe und für die Netze gesorgt. Ja, das wollen wir doch hoffen. So war das Ansinnen, als wir das Projekt gestartet haben mit der DLRG. Wir hätten gerne in ganz Deutschland an den Badestränden, Baggerseen, Tauchspots unsere neuen Notrufsäulen aufgestellt. Ja, aber das ist noch nicht das Ende für die Björn-Steiger-Stiftung. Solange es irgendwo was zu retten gibt, wird sich die Stiftung engagieren. Das ist richtig, mehr gibt es da nicht zu sagen. Wie viel Überblick, wenn man hat, wir haben vorhin im Vorgespräch mal gesagt, es sind ja doch etliche tausende Menschen, die durch das Engagement der Björn-Steiger-Stiftung ihr Leben wiederbekommen haben, zu verdanken haben. Die Privatinitiative von Herrn Steiger, der sich durch alle Instanzen geklagt hat, hat dem bundesweiten Wirrwarr an Notrufnummern und Rettungsdiensten ein Ende gesetzt. 1972 wurde die einheitliche Notrufnummer 112 eingeführt. Das heißt, 2022, 50 Jahre Erfolg für die Björn-Steiger-Stiftung. Das ist richtig und das war sicherlich nicht einfach, wobei unser aktueller Präsident, der Sohn vom Herrn Steiger Senior, das fortsetzt und sich versucht durchzusetzen an Fronten, wo es einfach schon seit Jahren schwierig ist im Rettungswesen. Herr Lang, vielen Dank und gerne. Viel Glück für die Björn-Steiger-Stiftung weiterhin für das Engagement. Gerne, danke. Dirk Schütz, DLRG-Vizepräsident hier in Hessen. Herr Schütz, die DLRG ist ja nun in vielen Bereichen vertreten, aber gerade an den Seen, die Badeunfälle nehmen zu, auch im Zuge der Corona-Krise, wo ein geändertes Freizeitverhalten da ist und das alles ehrenamtlich. Bitte. Ja, unsere größte Sorge ist in der Tat auch der Schulsport und der Vereinssport, der durch Corona bedingt natürlich in vielen Bereichen nicht möglich ist und auch erst langsam wieder hochgeht.
Und somit haben wir große Gefahren, dass ein ganzes Schuljahr kein Schulschwimmen hat und damit auch die Schwimmfähigkeit der Jugendlichen in Deutschland weiter nachlässt. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem, dem wir uns gemeinsam annehmen müssen. Wenn man mit Ihren Kolleginnen und Kollegen vor Ort Twistesee, Diemelsee, Edersee, das sind ja unsere Badestellen hier, manchmal spricht, kommt oft, dass entweder die Menschen schlecht schwimmen können oder ihre eigenen Kräfte gerade in Fließgewässern absolut überschätzen. Ist das eine große Gefahr, auch hier an der Eder oder an der Diemel? Ja, aber auch an den Seen, die sind natürlich sehr groß und dort hat man auch keine wirkliche Einschätzung, wie weit man denn dort schwimmt. Im Schwimmbad weiß man, die Bahn ist 25 oder 50 Meter lang, dann hat man ein gutes Gefühl für, kann sich aber jederzeit festhalten. Und das alles fehlt auch an einem See. Ich weiß nicht genau, wie weit ich rausgeschwommen bin. Ich habe vergessen, dass ich den gleichen Weg wieder zurückschwimmen muss. Ich kann die Entfernung nicht richtig einschätzen und ich kann mich nirgends festhalten, wenn ich alleine unterwegs bin. Also insofern, auch hier gelten immer die einfachsten Regeln, nie alleine schwimmen gehen, sich eben nie überschätzen. Und eben auch Alkohol und Schwimmen sind zwei Dinge, die nicht zueinander passen. Sie hatten den Schulsport angesprochen. Es gibt immer weniger Kinder, Jugendliche, die schwimmen können. Ein großes Manko? Ja, das ist ein sehr großes Manko. Das hat sicherlich auch mehrere Gründe. Eins davon ist die Verfügbarkeit von Bädern. Wir haben in Deutschland ein regelrechtes Bädersterben. Es gibt immer weniger Bäder, die geeignet sind, auch um dort schwimmen lernen zu können. Spaßbäder eignen sich dort eben nicht für. Und dort muss man eben schauen, wie wir das gemeinsam hinbekommen, auch gemeinsam mit den Kommunen ausreichend Bäder für den Schulsport, für den Vereinssport zu haben, damit Kinder die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen. Ihre Rettungskräfte opfern ihren Urlaub, ihre Freizeit, um von der Nord- und Ostsee bis in die Alpen präsent zu sein. Wie lange kann man das ehrenamtlich aufrechterhalten? Ja, wir haben über 90 Stationen allein in Hessen an Badeseen, die wir betreiben. Und die Altersspanne geht von 16 los und endet, wie wir eben mit Klaus Schulze gesehen haben, auch jenseits der 70 noch nicht. Vielen Dank.